schönen guten Morgen, meine Damen und Herren. Freut mich sehr, hier zu sein. Und jetzt kommt eine Vorstellung auf meinem Deutsch. Und das heißt, mit einigen Schwedizismen und Niederländischismen, das sind neue Wörter, infiziert. Aber hoffentlich jedoch begreiflich. Nicht bleifrei, aber begreiflich, hoffentlich. Jetzt Bewerbungsverfahren. So als unser Entwurf heutzutage aussieht, aber zuerst etwa Hintergrund dafür. Und jetzt geht es los, hoffentlich. Ja, zuerst, was haben wir heute in der Wurzel oder Rutzel? Eine Pizza. Eine Pizza, tre stagioni, drei Jahreszeiten sozusagen. Größtes Segment davon, das sind die CCTLDs, die territoriale Top-Level-Domains, wie .de und viele andere, etwa 250. Und es gibt auch ein gelbes Stück Käse dabei. Und das ist nur Test, aber für die wichtige IDN, Top-Level-Domains. Mehr darüber später. Und die Größe, das sind die GTLDs. Dort sind .com, .net, die allergrößte von den TLDs, in Registrierungen gerechnet. Aber das ist nicht so, dass wir fangen jetzt an, mit neue TLDs zu introduzieren. Das ist schon passiert. Wir haben zwei Runden gehabt, in 2000 und in 2004. Und dort sind beigekommen zum Beispiel .info in 2000 Runde und .mobi in 2004. Und allerletzt, und das ist ganz eine Neuigkeit eigentlich, .post, das jetzt akzeptiert ist. Das heißt, es kann einige Zeit nehmen, um eine neue TLD in der Wurzel zu kriegen. Etwa mehr über das Hintergrund und was haben wir dann getan mit diesen Erfahrungen von den ersten Runden? Ja, ein Gremium von ICANN ist GNSO und das hat den Auftrag gekriegt, um eine Politik zu entwickeln oder die Politikentwicklung zu koordinieren, muss ich sagen, weil sie waren nicht allein. Aber die anderen Gremien waren dabei, haben damit mitarbeitet. Und das hat zwei Jahre genommen, von 2005 bis 2007, aber sie haben ein Konsensuspolitik entworfen. Und das ist später im Juni 2008, angenommen von ICANN Vorstand oder Verwaltungsrat. Das ist ganz offenes qua Grundprinzip. Es ist keine vorbestimmte Begrenzung von Anzahl Top-Level-Domains. Das ist wichtig. Und auch keine semantische Strukturierung von der Namenszone. Der Bewerber schlägt gewöhnlich die Namen vor. Das heißt, eine große Freiheit. Aber eine große Freiheit unter Verantwortlichkeit, natürlich. Allerdings gibt es auch eindeutig definierte Gründe für Einwände, die man muss behandeln. Und die große
Ziel, was eigentlich ein laufendes Verfahren zu haben in der Zukunft. Aber realistisch gesehen muss das in Runden passieren zuerst. Ja, soweit Politik. Und wie immer, Politik, das ist etwa stratosphärisch. Und das kam es auf ICANN-Personal an, diese Politik zu übersetzen in eine praktische Runde. Wir haben viel gearbeitet damit und ein vorgeschlagen Applicant Guidebook, so als es genommen ist, kam im Oktober 2008. Wir kriegen unheimlich viele Anmerkungen darüber, wovon für wir dankbar sind. Und danach eine zweite Version im Februar 2008 und jetzt sind wir auf Version 3 im 2009, Oktober, ausgegeben. Und das war offen für Anmerkungen bis 22. November. Also seit einigen Tagen geschlossen. Und ich muss das hervorheben. Das ist ein Entwurf. Wir haben zusätzliches Arbeit nötig vor die endgültige Annahme. Jetzt an der Sache, das Bewerbungsverfahren. Wer kann bewerben? Das ist auch sehr, sehr offen. Irgendeine etablierte Organisation, Firma, es kann oft öffentlich oder privat sein und von irgendwo in der Welt. Und das heißt, das kann jedenfalls jedoch keine Einzelperson sein. Und wir haben natürlich Anmeldungsschritten und Richtlinien, die Bewerber müssen folgen. Und wir fragen ist natürlich eine Fähigkeit von dem Bewerber, organisatorischer, operativer, technischer und finanzieller Hinsicht. Und auch etwa Geld. Um präzis zu sein, 185.000 Dollar, amerikanische Dollar. Sie sind billig jetzt. He? Kommt dazu, um genau zu sein, 100 Dollar, um Eintritt zu Bewerbungssystemen zu kriegen. Das ist nur, um Missbrauch zu vermeiden. Und das kann auch, dass wettabhängige Gebühren nötig sind, aber das ist zumindest 185.000 Dollar. Was kann man dann vorschlagen? Es gibt zwei Kategorien. Gemeinschaftsbasiert oder Standard. Alles, was nicht gemeinschaftsbasiert ist, ist Standard. Das ist die Definition. Und gemeinschaftsbasiert, das heißt, dass es muss Gericht sein zu einer deutlich identifizierten, organisierten und bereits bestehenden Gemeinschaft, muss auch gestützt sein von dieser Gemeinschaft und es muss eine Verbindung geben zwischen der Name vor der TLD und der Gemeinschaft. So als wie die Maori-Gemeinschaft in Neuseeland, Fragen.Maori, ja, das ist eine gute Verbindung. Nicht wahr? Muss auch eine angepasste Ausrichtungs- und Gebaupolitik dabei sein.